Bildschirmpräsenz zurückgucken kann, im Fernsehen, auf der großen Kinoleinwand. Schon zu seinem 70. Geburtstag wurde er gefragt in einigen Interviews, ob er manchmal an die Rente denkt. Jetzt ist er gerade 80 geworden und scheint immer noch nicht dran zu denken. Rolf Becker ist bei uns. Woher nehmen Sie Ihre unbändige Energie? Ich weiß nicht, ob ich die habe. Man sagt das, aber ja, ich bin froh, dass ich mit 80 noch so einigermaßen in den Puschen bin, dass ich noch spielen kann und dass ich noch arbeiten kann und die Familie unterhalten kann. Aber ich mache mir über die Jahreszahlen wenig Gedanken. Ich denke, die Natur oder der Kosmos kennt keine Zahlen. Wir, das ist für uns ein Hilfsmittel. Aber die Natur hat andere Gesetze, die wir versuchen rauszukriegen. Aber ich denke, wir scheitern immer wieder an dem Versuch. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Ihnen das Spiel eigentlich gerade jetzt ganz besonders viel Spaß macht. Warum? Wahrscheinlich, weil die Stoffe im Moment ganz gut sind. Mhm. Ich mache das nicht abhängig, ich weiß nicht, wie das für Marianne Koch ist, aber ich denke, es ist ähnlich. Die Frage ist mehr, ist der Stoff eine Botschaft wert und nicht so sehr die Rolle. Was nützt mir die beste Rolle in einem Stoff, der daneben liegt oder den ich inhaltlich ablehne? Dann spiele ich lieber, wie jetzt zuletzt, eine schräge Figur, aber in einem Zusammenhang, den ich bejahen kann. Könnte man Ihnen was anbieten, Frau Koch, wo man sagen würde, das ist so ein guter Stoff, könnte man Sie damit noch mal vor die Kamera kriegen? Man könnte alles anbieten, ich würde nichts machen. Sie würden nichts machen? Einladen zum Fernsehen, tue ich sehr gerne, aber Schauspielerei, nein. Der Drops ist gelutscht, komplett. Ich bin seit 40 Jahren raus aus der ganzen Schauspielerei. Ich bewundere Leute natürlich wie Sie sehr. Ja, also den Punkt muss ich erst erreichen. Die nächsten 40 Jahre, sagen Sie, jetzt ist Schluss. Haben Sie denn jemals wie Marianne Koch davon geträumt, etwas völlig anderes zu machen? Frau Koch hat ja wirklich mit 40 nochmal, ich glaube Anfang 40 waren Sie gesagt, ich höre auf als mit der Schauspielkarriere und bin jetzt Ärztin. 40, ja. Nehme mein Studium wieder auf und mach was völlig anderes. Hatten Sie das auch mal zwischendurch? Ja, es hat eine Phase gegeben, die hat zusammengehangen mit den vielen Auslandsreisen. Da habe ich dann Korrespondenten wie Andreas Benzinger und andere kennengelernt. Das heißt also die Auslandskorrespondenten der Sendeanstalten. Und da habe ich überlegt, arbeitest du dich da rein? Als Journalist dann? Aber gemerkt, ich müsste zu viel lernen. Noch viel mehr als alle Texte, Sprachen, Ökonomie. Politische Hintergründe, die politischen Zusammenhänge, das Wissen der qualifizierten Auslandskorrespondenten ist so umfangreich. Und dann habe ich die Finger davon gelassen. Dazu kam eine zweite Komponente, dass die Möglichkeiten, umfassend zu berichten, so ein bisschen zurückgenommen wurden im deutschen Fernsehen. Und das hat es mir dann leichter gemacht, beim Leisten zu bleiben als Schuster. Naja, wenn Sie nicht dabei geblieben wären, hätten wir nicht so viele Filme, auf die wir zurückgucken können. Also ich muss sagen, ich werde jetzt 40 und Sie sind für mich ein Gesicht, was mich schon mein ganzes Fernsehleben wirklich begleitet. Ich weiß nicht, ob Sie das so gerne hören, aber tatsächlich. Rebecca, das sagt sie über mich auch. Ein Held meiner Jugend. Kindheit tatsächlich. Kindheit, ja. Und wir schauen jetzt auch mal bei Ihnen rein in so ein kleines Potpourri an Dingen, die Sie gemacht haben, weil die Bandbreite ist groß. Vom Theater über Serien bis hin zur großen Leinwand. Bitte schön. Von gut bis schlecht. Nein, alles gut. Nein. Nein, das war ein ganz schöner Zusammenhang. Ja, oder? Ja. Das finden wir auch. Vor allen Dingen mal faszinierend, weil man gerade doch etliches vergessen hat. Mhm. Naja, man muss immer aussuchen im Leben. Bitte? Also Sie haben selber was vergessen? Ja, okay. Wenn solche Zusammenschnitte kommen, dann bin ich immer ganz verblüfft, erinnere mich bei einigen Sachen, frage mich aber bei einigen, was war denn das? Sie haben gerade gesagt, in so einem Nebensatz, Sie arbeiten auch noch, weil Sie ja Ihre Familie ernähren wollen und auch müssen. Jetzt hatten wir ja gerade diesen Fall von Cheryl Shepard, eine also sehr bekannte Schauspielerin, auch ein bekanntes Fernsehgesicht, die Privatinsolvenz angemeldet hat. Ist das so, dass auch berühmte Schauspieler, die so gut gebucht sind, tatsächlich bis ins hohe Alter arbeiten müssen, weil sie nicht genug zurückgelegt haben oder keine Rente bekommen?
Das eine, entweder nicht genug zurückgelegt, das andere, sich, was weiß ich, Gelder irgendwo investiert, wo sie weggegangen sind. Viele werden da auch viele Schicksale wissen, die das ereilt hat. Dann kommt das bei den Renten, das betrifft die Cheryl nicht, aber mich zum Beispiel, dass die Renten dadurch niedrig geworden sind, dass wir in Zeiten, wo wir gut verdient haben, aber dann zwischendurch Wochen oder Monate wenig zu tun hatten, natürlich nicht gestempelt haben, aber gesagt haben, wir wollen dem Staat doch nicht zur Last fallen. Nicht wissend, dass wir uns fürs Alter und für die Versorgung der Familie im Alter die Gelder wegnehmen. Also nicht, also ich hätte heute eine Rente von 1900 und da bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen noch draufsatteln kann. Mhm. Sie hätten sich arbeitslos melden können oder auch müssen quasi zwischen den Drehzeiten, weil dann wäre Ihnen das auf die Rente angerechnet worden. Ja, und das haben wir für asozial gehalten. Mhm. In Wirklichkeit war es bekloppt. Ja, Ulrike Volkerts hat das gemacht vor ein paar Jahren, hat zugegeben, dass sie sich zwischendurch arbeitslos meldet, wenn sie nicht Tatort dreht und wurde quasi behandelt in der Presse wie ein Steuerflüchtling. Müssen das Kollegen machen, um klarzukommen im Alter? Wenn sie vernünftig sind, also das gebe ich hiermit auch als Tipp gerne weiter, dann gehen sie stempeln, wenn sie keine Arbeit haben, einfach im Hinblick auf die Altersversorgung. Oder auch für den Fall, dass ein Unfall eintritt oder eine Herzgeschichte. Wir wissen nicht, was das Schicksal in petto hat. Ja. Und meistens ist es ja auch so, dass man nicht das Maximum an Privatvorsorge macht, wenn man so jung ist und nicht verdient. Das macht man halt nicht. Ja. Ist so. Ja, da gibt es auch wirklich dramatische Zahlen. 5000 Schauspieler in Deutschland haben wir ungefähr. Nur 2% können von ihrer Arbeit leben. Also jetzt auch in der Gegenwart, nicht nur was das Alter angeht. Weil die Drehzeiten immer kürzer werden, weil immer weniger bezahlt wird. Die meisten Schauspieler haben nur 1000 Euro im Monat, hat eine Studie der Uni Münster jetzt ergeben. Das ist ja dann fast ein Beruf, den man gar nicht mehr empfehlen kann. Ne? Ja, wir müssen erst mal davon ausgehen, wir arbeiten in einem Industriebetrieb oder in mehreren Industriebetrieben, kleineren, größeren, ne, Klitschen und großen Konzernen. Und wie in allen Industriebetrieben die gleiche Tendenz, das Absenken der Löhne, die engere Taktung der Zeiteinheiten, die man hat, um ein bestimmtes Produkt herzustellen, ob das ein Stahlarbeiter ist oder ein Schauspieler, unterm Strich ist es das Gleiche. Nicht? Es gibt Produktionen, die führen Protokolle von Stunde zu Stunde zu Stunde. Manche, WDR meinetwegen, halber Tag, halber Tag. Und mittlerweile gibt es aber auch, wo protokolliert wird, Viertelstunde für Viertelstunde. Und wenn ich dann fünfmal den Text schmeiße, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange ich noch in der Produktion erhalten bleibe. Mhm. Ihnen wurde gerade ein guter Stoff angeboten. Sie haben gespielt in einem Film, der quasi Film des Jahres in Uruguay geworden ist und der gestern seinen großen Kinostart hatte in Deutschland. Es ist ein Film, der Señor Caplan heißt. Handelt vom Zweiten Weltkrieg, vom Nationalsozialismus, von der Judenverfolgung. Denn Señor Caplan, ich versuche den Inhalt zusammenzufassen, ist ein 76-jähriger Jude, der auch nach Uruguay geflüchtet ist. Der glaubt im hohen Alter eben noch mal quasi ein Coup zu landen. Er glaubt nämlich, dass er einen Nazi entdeckt hat, der eben auch nach Uruguay geflohen ist. Und den möchte er jetzt überführen. Es ist eine Komödie, sehr liebevoll gespielt, von dem Schauspieler, der Señor Caplan gegeben hat, aber auch von Ihnen. Sie haben den quasi vermeintlichen oder mutmaßlichen Nazi gegeben. Wir schauen. Ja, sonst wäre ich ja nicht in den uruguayischen Film reingekommen. Wir verraten natürlich nicht, wie es ausgeht, aber vielleicht mögen Sie uns verraten, wie die Dreharbeiten in Uruguay waren. Die waren wunderbar. Zum einen, weil es ein Regisseur war, der Freude hat am Erzählen und der erzählen kann. Ich höre gern Geschichten. Ich denke, das ist auch etwas, wir hatten es schon angeschnitten eben, ich mag nicht das kurzrhythmisch zu hart geschnittene, ich mag die gelassene Erzählung, ne, wie ein Kind vorm Schlafengehen, ne, dass sich eine Geschichte erzählen lässt. Tell me the story, sagen die Amerikaner, oder Brecht hat gesagt, erzählt mir die Fabel. Das kann er, das hat er wunderbar gemacht. Die Dreharbeiten selber auf einem finanziell sehr, sehr niedrigen, auf einem von der Arbeitsfähigkeit und von der Ausrüstung her internationalen Standard. Mhm.
Also wir fuhren morgens zum Drehen hin im Fiat 500 mit den drei Hauptdarstellern und der kleinen der Fahrerin und dazu noch Gepäck und alles und dann 50, 60 Kilometer zum Drehort. Im Fiat 500. Bitte? So Fiat, im Fiat 500. Im Fiat 500, dieser kleinen Kiste. Mit Wilson, der ja so ein bisschen auch breiter ist. Ja, der saß neben mir. Oh, schön. So viel Platz. Gepäck auf dem Dach wahrscheinlich. Das war der, auf der Leinwand war. Und also wie gesagt, harte Bedingungen bei einer sehr gelassenen, kommandofreien Atmosphäre, wie wir sie im südlichen Europa haben, wie wir sie bei uns mittlerweile zu wenig haben. Bei uns ist der Stress, das Tempo und sozusagen die Takteinheiten noch weiter erhöhen. Das hat solche Ausmaße angenommen. Das ist da fremd und das ist sehr angenehm. Mhm. Wobei der Takt war ja, glaube ich, wirklich ein ganz anderer in Uruguay. Sie haben, glaube ich, erst eine ganz kurze Zeit vor dem Dreh überhaupt erfahren, dass Sie tatsächlich mitspielen und mussten sich dann ganz schnell auch noch das uruguayanische Spanisch drauf schaffen. Denn ich habe die Originalversion gesehen und da sprechen Sie tatsächlich dieses besondere Spanisch mit diesem starken Dialekt. Da hat mir die Lena, das ist eine Schülerin meiner Frau, die ist Schauspieldozentin und hatte längere Zeit in Uruguay gearbeitet. Und die hat mit mir die 4 Wochen von der Nachricht, du spielst, bis zum ersten Drehtag so geholfen, dass es ging, obwohl ich auf halber Strecke gedacht habe, ich muss kapitulieren. Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film dabei herausgekommen, der jetzt in den Kinos läuft. Ich kann ihn empfehlen, ich habe ihn ja schon gesehen, wenn auch im Original. Ich glaube, im Kino ist er in Deutsch, ne? Synchronisiert. Wir hoffen. Da läuft er auf Deutsch. Ja, ist toll im Original, wirklich. Das ist. Ich mag die spanische Fassung eigentlich ebenso gern. Die ist etwas dynamischer in der Sprache. Sie kennen es vom Italienischen her. Ne? Das ist plastischer und emotionsgeladener und passt mehr zum Stoff als unsere etwas intellektuellere deutsche Sprache. Aber es ist eine wunderbare Sprache, wirklich. Also ohne schleimen zu wollen. Deutsch ist vom Sound eine wunderbare Sprache. Ja, kein Widerspruch. Dass Sie sich noch nicht zur Ruhe gesetzt haben, auch mit 80 noch nicht, weil sonst wären wir mit diesem schönen Film hier wahrscheinlich nicht in der Form beglückt worden. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Danke.